Okay. Leute, dieses Dungeon wird noch ein bisschen heftiger, für mich zumindest. Boah. Gut. Ja, es ist ein klares Balancing-Problem. Das meiste Spiel ist viel zu einfach. Und das Ende ist einfach bockhart. Ich hätte nichts dagegen gehabt, wenn das ganze Spiel so vom Schwierigkeitsgrad gewesen wäre. Guck mal, die ganzen Glyphen hängen hier. Ups. Nein, nicht einsetzen. Nein, nochmal wollen wir mit. Die fetten Zaubersprüche ein bisschen mitnehmen. Sind halt ein bisschen sinnfrei, weil sie zu viel zu schwach sind. Deswegen verbrauchen wir sie gerade gleich. Das Einzige, was wirklich sinnvoll ist, ist meine Zauberei. Und, okay. War mal eine Bodenplatte. Da probieren wir es doch mal gleich wieder mit einem. Einer Beschwerde. Sozusagen. Oh, ich kann es nicht machen. Es geht einfach nicht, weil alles viel zu fummelig ist hier. So, und jetzt legst du das Ding da drauf. So, danke. Das Ding ist aber auch so unten geblieben. Keine Ahnung, ob das verbuggt ist oder nicht. Ich gehe jetzt weiter. Komm her. Gut, gehen wir andersrum. Ja, ich renne andersrum. Wenigstens weiß ich schon mal, was kommt. Nämlich einer meiner Lieblingsgegner. Hä? Bin ich jetzt woanders? Bin zu anders und verwirrt. Könnt ihr mal aufhören, so eine seltsame Sachen zu machen? Wow, was für geile Sounds. Wo waren die denn im Rest des Spiels? Take that. Ist doch richtig geil. Ein Skelett. Hey, hier. Und hier? Nix. Feuerball-Spruchrolle. Ach komm. Können wir auch sparen. Schriftrolle. Ups. Jetzt hab ich die eingepackt. Die wollte ich nicht einpacken. Was soll ich nur lesen? Okay. Oh, er baut sich tatsächlich wieder zusammen. Ihr habt ausgedient, meine Freunde. Die Geräusche sind ja mal übel geil, ey. Die anderen beiden. Hier drin ist mal gar nichts. Und hier drüben ist absolut gar nichts. Was soll denn der Scheiß? Das hätte ja auch irgendwas Nützliches sein können, Mensch. Was ist so für die Atmosphäre oder was? War doch nicht so ein Kack mit mir. Na, pack's ein. Vielleicht brauchen wir nochmal was zum Beschweren. Da haben wir noch was extra dabei. Wir haben ja genug Platz im Inventar. Du bist sicher noch. Ja, komm, Alter, ey. Ich hab sowieso schon Schiss genug hier. Sicher. Ah, ja, natürlich Angst davor zu sterben, aber trotzdem, also. Die Tür ist verschlossen. Okay, ein Schlüssel muss hier eigentlich irgendwo gehen. Ich glaube, irgendwie ist da gerade eine Ratte irgendwie hängen geblieben oder sowas. Auf jeden Fall klang da ziemlich bitter. Rote Farbe. Rote Farbe, ist klar. Blut haben wir ja nicht. Da ist nur Knochen. Irgendwo muss ein Schlüssel sein. Vielleicht habe ich ihn übersehen irgendwo. Nein. Aber cool, Alter. Also die Geräusche finde ich aber echt geil. Macht echt coole Atmosphäre. Hätte sein können. Gott sei Dank, ich konnte gerade meine Waffe nicht benutzen. Strickbank. Was habe ich alles abgesucht hier? Schlüssel ist hier nicht.
Also entweder bin ich blind oder ich sehe ihn einfach nicht. Da ist eine Sichel nur. Okay, ich gehe nochmal wieder raus und guck mal rechts da lang. Es ist ja noch ein Weg übrig. Augen aufhalten, wir vermissen noch einen Schlüssel. So. Oh, es ist ein Schlüssel. Wie kommen wir an diesen Schlüssel ran? Ich kann ihn nicht anwählen. Die Barriere ist zu stark. Okay. Jetzt verschwinde Feuerbarriere. Geh weg. Muss ich wieder auch zweimal anklicken oder so? Okay, probieren wir es doch mal mit dem Löschen-Zauberspruch. Wir müssen erstmal einen wegmachen da. Den Teleportation brauchen wir nicht mehr. So, dann nehmen wir den Nuller und die Löschen-Taste ist jetzt auf 1. So, gut. Das war die Lösung. Wir sind Götter. Gottgleiche Wesen. Dessen Tollheit einfach durch nichts zu übertreffen ist. Deswegen auch der tolle Igel. Oho. So. Und damit haben wir anscheinend dieses Nebendungeon auch gelöst. Ja, also ich mache natürlich diese Nebensachen. Schon wieder eine festgegangene Ratte gewesen. Weak! Weak! Und da ist eine Phasenspinne. Juten! Wunderschön. Gut. Sonst ist hier nichts zu finden. Warum? Wieso? Was? Warum macht das Ding das? Ich hab mal keine Ahnung, was da gerade passiert. Das ist schrecklich. Oh, guck an, ein Geheimgang. Mit einer Schriftrolle Blitz. Aha, na gut. In Ordnung, akzeptiert. Das war nur ein Verarschungsköder. Und für ein Glasschwert das Ganze. Gut. Fein, warum nicht? Glasschwert ist ein vernünftiger Preis für so eine Aktion. Du wieder ein Knilch in der Luft hängt. Oh, du kannst mir leider nichts tun. Also ich dir auch nicht. Von der Seite aus Pech. Gut, dann mal hier. Wieder anzünden. Erstmal lassen. Weil solange die Spinnwebe davor ist, können die Gegner mich nämlich auch nicht sehen. Das ist coole. Ach, nur so einer. Ah, ein Dämon. Ah, nicht schon wieder Dämonen kloppen. Ich schneide das. Okay, ich habe mich dann doch anders entschieden. Hä? Wie geht das nicht? Ich wollte ihn eigentlich töten, aber das will er irgendwie nicht. Na gut, dann ist er halt so gestorben. In Ordnung.
So. Gut, wofür habe ich jetzt das erste gemacht, um hier in diesem Dämonenraum den Dämon zu töten? Ich habe schon gesehen, da war ein Knopf. Aber hier ist auch noch ein Weg. Drücken wir erstmal den Knopf. Mhm. Interessant. Ich hoffe mal, dass das überhaupt der richtige Weg ist. Nicht, dass der andere Weg optional war und der hier der richtige ist. Ach, guck an. Würfel der Macht. Das sieht jetzt irgendwie doch nach dem richtigen Weg aus. Ach, ich weiß doch sowas nicht. Also dann renne ich natürlich nochmal zurück und mache den anderen Weg auch nochmal. Aber das müsste ich dann erstmal tun. Klare Ansage. Gut. Kann ich jetzt mit leben, weil die Dinger machen eh keinen Schaden. Ist auch wahrscheinlich mehr für die Optik. Ist ein Breitschwert. So, jetzt bin ich völlig verwirrt. Wo war das denn jetzt? Ich verstehe auch nicht, was diese Diebe hier drinnen suchen und für den Guardian kämpfen. Sind die bekloppt oder was? Ach, guck an. Welcher ist der neue Weg? Das ist der neue Weg, oder? Hm. Ja, aber ist das denn jetzt der richtige Weg oder ist der andere der richtige Weg? Oder was ist jetzt Phase? Ich weiß auch nicht, warum hier so... Weil hier sind so komplexe Nebenplätze oder so. Ich weiß nicht. Also ich gucke mir jetzt auch den Raum nochmal an. Und wenn der auch richtig ist, also wenn das hier noch weiter geht, dann gehe ich definitiv mal zurück zu dem anderen Ding. Ja, die Dinger hängen irgendwie alle nur noch in den Ecken rum. Genau, Bandagen. Kessel, Leichnam. Wer seid ihr? Seid ihr einer von denen? Was? Einer von welchen? Die Gargoyles. Sie sagten, dass sie dem Guardian dienten und jeden Menschen töten würden, dem sie begegnen. Sie sagten, sie täten die Arbeit des Guardians. Keine Angst, ich bin der Avatar und ich bin hier, um zu helfen. Der Held? Bitte helft mir. Sie taten mir Schreckliches an. Bitte helft mir. Bitte. Dem kleinen Mädchen? Seid ihr denn für welche? Ich mache, was du willst. Hab Dank. Tötet mich. Erlöst mich von meinen Leiden. Sie gaben mir ein Gift, das mich langsam umbringen wird. Ich habe solche Schmerzen. Ich bin der Ohnmacht nah. Dann tauchen diese Gesichter wieder auf. Sie schlagen mich. Kratzen mich. Avatar, macht dem ein Ende, bitte. Tötet mich. Beendet meine Leiden. Ich möchte nur nach Hause. Bist du sicher, dass ich das tun soll? Ja. Schmerz und die Albträume sind unerträglich. Bitte, macht ein Ende. Bitte. Okay. Da will das Mädchen, dass ich die umbringe. Wer seid ihr? Hä? Was ist denn los? Sie schlugen. Wer hat... Die Gargoyle sagten sie... Und was soll ich... Tötet mich, beendet mich. Ich kann dich nicht... Bitte, ich habe solche Schmerzen. Wir können ein Gegengift für dieses Gift finden. Nein, es gibt kein Gegenmittel. Wir können nichts tun. Wenn ihr mich nicht tötet, liege ich hier in meinen Schmerzen. Es wird immer schlimmer werden, aber Tage dauern, bis ich endlich sterbe. Bitte macht ein Ende. Bitte! Nein. Aber ihr seid doch ein Held. Tut mir leid. Ich bringe es nicht übers Herz. Avatar, du willst ein Held sein und kannst dem armen Mädchen nicht helfen?
Was für ein Schwächling du bist. Was für ein Bild des Jammers. Du widerst mich an, Avatar. Okay, würde es denn gehen, wenn ich sie töte? Ich will wissen, was passiert. Außerdem, wenn ich schon mal die Möglichkeit habe, ein kleines Kind zu töten, warum soll ich die dann nicht nutzen? Zack, ist sie weg. Hat mir nichts Böses getan. Naja, ist sie weg. Orange ist gut. Die hauen wir gleich weg. Glaskolbenfläschchen. So Leute, jetzt sehe ich gerade, dass es immer noch weitergeht. Und das verwirrt mich natürlich. Ich denke mal, das ist der richtige Weg und das andere wäre ein Nebenweg gewesen. Ich mache mal ganz kurz einen Test. Keine Ahnung. Was liegt denn jetzt? Oh, hier gibt's schon Worm gerade. Da gibt's noch mehr. Okay. Ich gehe mal zurück. Wollte gerade eigentlich laden, aber wozu? Okay, Leute, dann gehe ich nochmal zurück da in diesen Kanal da, Teil da. Weil ich dachte, das wäre der richtige Weg und werde mal mich dort umgucken. Bis dann. So, Leute, dann sind wir jetzt nochmal bei diesem Teil hier. Und irgendwie gehe ich gerade jetzt. Ups. Was? Was? Wo bin ich? Und wieso bin ich? Ist mein Laufsheet noch an oder was? Was soll das denn? Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Oder wo ich war. Wo war ich denn hergekommen? Wo bin ich denn hergekommen? Ich will jetzt erstmal den scheiß Sheet ausmachen, aber ich kann nicht, solange ich hier rumeier. So, okay, jetzt erstmal ganz locker halten. Wo haben wir sie denn?